Ja, jetzt möchte ich die erste Rednerin mal begrüßen mit einem herzlichen Applaus. Das ist unsere Jasmin und die wird uns was über die Tierhaltung erzählen. Oder ja, Tierhaltung und die auch die Zusammenhänge, was das mit uns Menschen macht und was das auch vielleicht mit dem Weltfrieden auch mit zu tun hat. Vielleicht einen Riesenapplaus für Jasmin. Ja, hallo, guten Abend, schön euch hier wieder zu sehen. Danke an Angela für die Ansprache, danke an den Rick für die Ansprache. Ich hatte eine Bitte bekommen, noch ein bisschen auf die Massentierhaltung noch näher einzugehen. Was hat das denn auch nicht nur mit uns und unserer Ernährung zu tun, sondern vielleicht hat das auch etwas mit Verelendung und Tod woanders in der Welt zu tun. Und wo sind da die Verbindungen? Menschen, die bereits im Thema drin sind, die vielleicht auch schon länger im Thema drin sind, kennen diese Verbindungen. Ich möchte da so ein bisschen drauf eingehen. Massentierhaltung, habt ihr alle schon von gehört. Diese Tiere, letztens bin ich ganz kurz darauf eingegangen, werden Tag und Nacht im Hellen gehalten. Sie werden schnellstmöglich hochgezüchtet auf ganz engem Raum. Das heißt, es stimmt nicht ganz. Die Politiker haben da ja Reglementierungen getroffen und solange diese Reglementierungen eingehalten werden, solange ist es vollkommen okay, wenn die dicht an dicht stehen. Es ist auch nicht so schlimm, wenn man die Schweinemütter sieht, die sehr, sehr, sehr liebevoll mit ihren kleinen Ferkelchen umgehen, so wie wir Menschenmütter uns das ja auch für uns vorstellen. Die werden in ganz engen Käfigen gehalten, diese Schweinemütter. Die können sich nicht mal richtig ablegen und die kleinen Ferkelchen liegen irgendwo unter der Höhensonne, damit sie nicht mit dem Popo frieren. Die kleinen Ferkelchen werden genommen, die Schwänzchen werden ohne Narkose abgeschnitten, die Eckzähne werden rausgeschnitten bzw. abgeschnitten ohne Narkose. Warum macht man das? Naja, könnte ja ein schnuckeliger Junge dabei sein und wenn er nachher groß ist, naja, das Fleisch schmeckt nicht so ganz schick. Das ist mir so ein bisschen herb, das mögen wir nicht. Ja, dann Kühe werden ebenfalls amputiert. Wann hat denn einer von euch das letzte Mal auf einer Weide eine Kuh mit Hörnern gesehen? Super. Das hat was zu tun, dass diese Tiere so leben können, wie sie leben. Aber das geht natürlich im Stall nicht. Wenn die sich verletzen, das ist ja ein Verlust. Das geht ja gar nicht. Wann wird eigentlich eine Kuh zum Rind? Weiß das jemand? Auf dem Schlachthof. Oder esst ihr Kuh oder Rindfleisch? Wenn ihr denn alles Verwerter seid. Das ist also auch schon mal hochspannend. Dann haben wir, habe ich letztens gesehen, glaube ich, außer mir auch ein oder zwei andere Veganer unter uns, vielleicht auch schon den einen oder anderen Vegetarier unter uns. Wenn Kühe Milch geben sollen, für die, die sagen, hey, ich bin jetzt Vegetarier, das ist auch super toll, der hat sich auf den Weg gemacht. Wo kommt denn überhaupt die Milch und der Käse her? Naja, wer Mutter ist, der weiß, ich gebe nur dann Muttermilch, wenn ich auch einem Kind das Leben schenke. Und genauso ist es bei den Kühen auch. Sie werden zwangsbesamt. Die Tiere, die dort geboren werden, werden teilweise mit Kaiserschnitt geboren, ohne Narkose, werden sofort von den Müttern weggenommen, damit wir die Milch trinken können. Und diese Kälber, und ich sage es wirklich und mit Absicht krass, sind Abfall. Und diesen Abfall bekommen wir zu essen. Sie sind Abfall, weil der Mensch ja so gerne die Milch trinkt. Und das einfach mal versuchen, bewusst zu machen. Jeder darf seine Entscheidung alleine treffen, nur mal so als Hintergedanken. Hühner, auch da wissen wir, die kommen auf die Welt, schlüpfen aus den Eiern, da gibt es dann schon ganz fleißige Hände, die gucken nach, bist du ein Junge, bist du ein Mädchen, ich weiß gar nicht, woran die das sehen. Die müssen ganz geübt sein. Und die Mädchen kommen auf die eine Seite und die Jungs kommen, wenn sie Glück haben, auf ein Förderband und fallen hinten in den Schredder. Wenn sie Pech haben, fallen sie gleich in den Schredder. Also Schredder, da wo ich meine Äste rein tue im Garten und Humus draus mache. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich finde das unendlich grausam. Und wenn es denn Hühnchen sind, die für die Hähnchenmast genommen werden oder auch die Legehennen, die kriegen den Schnabel abgeschnitten. Hühner sind damit beschäftigt, den ganzen Tag, wenn sie denn dürfen, an der frischen Luft. Da sind Tastorgane drin, so wie wir in den Fingern haben und Katzenhaare haben. Man nimmt ihnen ihre Empfindungen weg.
Und das alles auch ohne Narkose. Und wenn ich jetzt gucke, Massentierhaltung, die wir haben, das bedeutet ja etwas, keiner will was damit zu tun haben. Also bitte beim Nachbarn um die Ecke. Hier bei mir vor der Tür nicht, weil das stinkt ja ganz fürchterlich. Ja, das ist das eine, aber irgendwo muss der Mist ja hin, der aus den Tieren rausfällt. Gülle ist ein Riesenthema, Holland zahlt Geld dafür, dass Deutschland hier in Niedersachsen Gülle verspritzt, also Niedersachsen kriegt Geld dafür, weil wir haben nicht genug Gülle. Bringen wir diese Gülle auf den Acker, sackt das irgendwann ab ins Trinkwasser und dann sind wir mit Nitrat vergiftet. Die Böden sind mit Nitrat schon ganz, ganz fürchterlich belastet. Der Grenzwert ist im Moment noch bei 50 Milligramm pro Liter, wenn ich jetzt das richtig auf dem Schirm habe. Aber Wissenschaftler sagen, 10 Milliliter reichen auch aus, um einen kleinen Säugling innerlich ersticken zu lassen. Auch einfach nur mal sacken lassen. Dann, ja, natürlich stinkt das Ganze. Wenn es auch außerhalb, damit wir den Betrieb nicht so mitbekommen, die Lastwagen fahren zum Räumen, ja nachts, damit wir nicht belästigt werden. Aber wenn so eine Hühnerfarm geräumt wird, die haben ja auch Gebläse, da alles, was mit den Federn zu tun hat, das wird durch das Gebläse nach draußen gepackt. Das ist was ganz Tolles für Asthmatiker. Das macht auch nicht bei 3 Metern neben dem Stall Halt, sondern das wird natürlich über den Wind verteilt. Und dann wundert sich manch einer, dass er plötzlich einen Asthmaanfall hat und weiß überhaupt nicht, woher das kommt. So, dann hatte ich letzte Woche auch nochmal drauf angesprochen, Gentechnik. Oh nee, will ich nicht haben. Nee, gar nichts für mich, will ich nicht, brauche ich nicht. Aber die Tiere in der Massentierhaltung werden mit genverändertem Soja, Mais und auch Raps gefüttert. Das darf man alles nicht vergessen. Das wird von diesen tierischen Körpern eingebaut. Und wir essen das dann. Und was macht unser Körper? Kann er nichts mit anfangen, wird er nicht los, baut er ein, findet er gut. Das heißt, wir kriegen die Gentechnik hinten herum durch die Hintertür in den Körper gebaut. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch wissen, was ich auf meinem Teller habe. Und jetzt kriegen wir hier dieses komische Abkommen, will ich gar nicht drüber nachdenken im Moment. Da gibt es dann leckere Sachen wie Chlorhühnchen und dann kriegen wir den Mais auch auf dem Teller vermutlich. Und da müssen wir halt einfach auch gegen aufstehen, meine ich. Das ist meine persönliche Meinung, weil das kann nicht sein, dass wir Dreck zu essen kriegen. So sehe ich das. Weil es ist Dreck. Die Natur hat das so nicht vorgesehen. So, wo wird denn das angebaut? Es gibt ja auch Sojabohnen, die hier in Deutschland angebaut werden. Das sind übrigens die, die auch für den Tofu genutzt werden. Aber diese Sachen werden sehr gern in der sogenannten dritten Welt angebaut. Da werden die Bauern von ihrem Land vertrieben, damit ein Großkonzern, zum Beispiel mit dem Namen M, sich Bauern sucht. Ich glaube, Monsanto heißt das Ding. Und auch Tochterunternehmen, die sind irgendwie, sind die über Kinder verheiratet miteinander. Und dann wird dort diese Genscheiße angebaut, hierher verschifft und die Bauern drüben kriegen nichts zu essen. Denen wird die Hühnchen, die wir hier nicht essen, also wir finden die Brust ganz toll und die Keulen gehen auch noch und der Rest, naja, also so Köpfe und Beinchen und so tiefgefrorener Zustand rüber nach Afrika, da liegen die Sachen dann in der Sonne. Kauen vor sich hin, will ich über die Krankheitserreger gar nicht nachdenken und die Menschen kriegen das dort zu essen. Warum? Weil ihre Lebensgrundlage kaputt gemacht worden ist, weil sie sich das teure Hühnchen beim Nachbarbauern, das noch lebt und noch geschlachtet werden muss, nicht leiden können und somit verliert der Bauer dort auch noch seine Existenz. Und die Menschen hungern dort und meine feste Überzeugung ist, dass das auch eine Form von Krieg ist. Wir sind längst, meine Überzeugung, im Dritten Weltkrieg. Und das ist eine Form, ja, des Krieges. Es muss nicht immer offen mit Waffengewalt und Uranmunition auf Menschen geschossen werden. Das geht auch viel perfider. Das fällt auch nicht so auf. Ja, und nochmal zurück auf unseren Körper. Es macht uns krank. Und wenn wir gucken, bei dem, was wir zu essen bekommen, ich hatte es letztens ohne Mikro gesagt, guckt nach, was im Regal ist, dreht es um, schaut drauf, braucht ihr ein Chemiestudium, um das zu lesen und zu interpretieren, packt es lieber wieder weg. Das kann nicht gesund sein, weil wir sind natürlich aufgebaut und nicht künstlich aufgebaut und der Körper kann damit nichts anfangen. Ich wünsche euch, ja, jetzt mache ich erstmal wieder Schluss, ich sage nachher noch eine Kleinigkeit, ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft, weil ich
denke, wir brauchen Sie, um jeden Tag hier zu stehen. Es wird unter Umständen ein langer Weg, ein weiter Weg, den wir gehen. Aber wir tun es für uns und wir tun es für die, die nach uns kommen und für das, was auf der Welt sonst noch lebt. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ja, super. Danke, Jasmin. Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen auch, wenn solche, fiel mir gerade jetzt ein, wenn solche Hilfsaufrufe sind, schaut selber nochmal, ob das überhaupt, oder was steckt dahinter, ist das überhaupt sinnvoll? Oftmals werden ja zum Beispiel solche Kleidersammlungen und so weiter gemacht, die gehen dann auch nach Afrika und ich habe da also auch letztens Berichte gesehen, das Problem ist, dass die dann dort unsere Altkleider halt sozusagen dort weiterverkaufen und die ganze Industrie, die sie sich selbst aufgebaut haben, die geht kaputt, weil es einfach günstiger ist, dann die gebrauchten Sachen oder die gesammelten Sachen hier einfach einzusetzen. Also einfach mal ein bisschen dahinter schauen, macht es wirklich Sinn, dort irgendetwas zu unterstützen? Wenn es Sinn macht, macht es. Aber wie gesagt, oftmals ist es nicht so, wie es außen immer so scheint. Wir machen jetzt mal 5 Minuten Pause, unterhaltet euch ein bisschen. Macht mal oder vernetzt euch und wir sind dann gleich wieder mit ein paar interessanten Themen bei euch.